Okay, Leute, ich habe den Weg schon gefunden, bin auch schon ein kleines Stückchen vorgelaufen. Da gleich sind wir schon im neuen Lager. Und ich bin den Volltrotteln da ja ganz schlau ausgewichen, um den Arbeitern da hinten nicht ihr Wasser zu bringen. Tja, aber jetzt, da wir stark sind, eine hammergeile Rüstung haben, ein Überpowerschwert, wird das alles kein Problem. Wow. Wenden wir uns gegen sie und zermetzeln sie in 1000 Stücke. Spiel speichern. Okay, ich bin bereit. Ich bin ein ganz normaler, namenloser Held. Nicht. Hey Da! du, neu hier, was? Nein, Auf nicht den wirklich. Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Fick dich. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Ich hab Was denkst genug. du? Klar, ich helfe gerne, bring dein Wasser selbst rum. Vielleicht später. Oh, bring dein Wasser selbst rum. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber Oh. nicht mit Freunden um. Freunden. Ich Pah. glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Ach du Langsam, du Scheiße. hast gewonnen. Das ist unfair. 2 gegen 1. Der hat genug. Der hat genug. Schon wieder ein Kampf. Okay. Na, schneller. So. Und sein Blutfliegenstachel auch noch. Du wirst wenig Zeit haben, Na. das zu bereuen. Ach ja. Komm doch her. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Wahaha. Na, mein Freund? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Haha. Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Die Bauern sehen durstig aus. Das ist echt. Wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Na, die Bauern sehen durstig Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. aus. Wie geil ist das denn? Ach du Scheiße, gleich mal mit ein paar hier reden. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht Ups. mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Haha. Ah, jetzt brauche ich aber erstmal Energie, ansonsten krepiere ich hier noch gleich. Gluck, gluck, gluck. Und schon sind wir wieder voll mit Power. Bauer, Bauer. Noch ein Bauer, Bauer. Bauer, noch ein Bauer. Der ist jetzt aber kein Bauer, oder? Doch, Bauer. Oh Mann. So, Bauer. Sind hier alles nur Bauer, oder was? Heißt, hat hier nicht irgendeiner einen normalen Namen? Rufus, da. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Ja, das kann ich locker übernehmen. Wenn's dir nicht gefällt, warum. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt.
Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Na komm, jetzt stellen wir uns vor seiner Tür. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Na, dann sag ich ihm mal die Meinung. Hey. Ach nein. So. Reislord. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Gerne, warum auch nicht? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Nee, ich such Streit. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Noch ein Schläger, Horatio. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ärger? Von wem? Von einem Bauern? Entspann dich, ich bin neu hier. Oh, ich bin gerade so in Stimmung, aber ich... Na. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl? Na. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Oha. Also, kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Oh, das wäre ja übel, aber erstmal das. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Ja. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Für das Gute, glaube ich. Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Zur Selbstverteidigung, gute Frage. Ich werde darüber nachdenken. Also entweder, um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat, das wäre doch eine Idee. Oder zu Selbstverteidigung. Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein. Dafür werde ich dir nichts beibringen. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Nein. Dachte ich. Naja, gibt es sonst noch irgendwelche, die normale Namen haben und nicht Bauer heißen? Oh, und ich sehe gerade, auch dieser Teil neigt sich dem Ende. Bis zum nächsten Teil.